Ladix und ich haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo ihr unsere Videos schon einen Tag früher sehen könnt und unter anderem auch exklusiven Content zu meinem Clan Space Heaven Esports bekommt. Falls ihr joinen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch gerne mit dem Supporter Credit Code XFN in Fortnite unterstützen. Heute geht es mal darum, wie ihr ganz einfach euren Epic Games Namen bzw. euren Fortnite Namen ändern könnt. Und zwar müsst ihr dafür als allererstes einmal euren Epic Games Launcher öffnen oder beziehungsweise einfach starten. Das Ganze lädt dann eben ganz kurz und dann müsst ihr euch eventuell anmelden. Das Ganze könnt ihr dann auch eben schon machen, E-Mail-Adresse eingeben oder halt das Konto registrieren. Darum soll es aber auch gar nicht gehen, sondern es soll heute darum gehen, wie ihr euren Epic Games Namen ändern könnt. Und zwar könnt ihr dann hier oben auf dieses S drücken, wenn ihr dann im Epic Games Launcher drin seid. Da drückt ihr dann drauf, beziehungsweise bei euch steht dann eben ein anderer Buchstabe, je nachdem mit was euer Name sozusagen gerade anfängt. Bei mir fängt er mit S an, deshalb drücke ich hier oben rechts neben den Freunden einfach da drauf und gehe dann hier auf Konto und da seht ihr schon, hier öffnet sich dann ein Link. Und zwar öffnet sich dann einfach die Epic Games Seite und hier könnt ihr dann ganz einfach eintragen, welchen Namen ihr zum Beispiel haben wollt. Das heißt, ihr drückt dann einfach hier auf diesen Stift drauf und tragt dann hier euren Namen zum Beispiel ein. In dem Fall jetzt einfach hier Turnier zum Beispiel. Dann müsst ihr den Namen einmal noch wieder bestätigen und dann einmal hier auf Änderung bestätigen drücken, dass man ihn 2 Wochen lang nicht ändern kann und dann einfach auf Bestätigen. Ich mache das Ganze jetzt mal hier einfach mit Space 7 und dann sollte das Ganze jetzt auf jeden Fall gleich klappen. Oder der Name, wie gesagt, wie gerade geht jetzt hier eben nicht, dann müsst ihr halt eben einen neuen Namen machen, vielleicht noch eine andere Zahl ranhängen, bis das Ganze dann klappt. Ich habe jetzt einmal das Ganze mit Space 7 Esports versucht, drücke jetzt hier auf Bestätigen und gucke, ob das Ganze klappt. Und ja, Anzeigename wurde aktualisiert, das heißt, wir können jetzt erst wieder in 2 Wochen den Namen aktualisieren und dann ist jetzt auf jeden Fall aber unser Epic Games Name geändert. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, lasst also gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Hier kommen jeden Tag Valorant und Fortnite Tipps und Tricks und ich würde sagen, ich bin jetzt aber damit raus, haut rein und ciao.